Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Im Laufe der Jahre wurde dieses Sprichwort hier in Interlagos ziemlich häufig demonstriert. Erinnern Sie sich an Senna, der mit einem fehlerhaften Getriebe um den Sieg kämpfte. Oder an die Jahre von 2005 bis 2009, wo hier fünfmal die Weltmeisterschaft entschieden wurde. Jedes Jahr sind die Tribünen mit brasilianischen Fans gefüllt und auch dieses Jahr wird sich das bestimmt nicht ändern. Interlagos, immer ein sehr besonderes Rennen hier in Brasilien. Eine Rennstrecke mit 4,35 Kilometer Länge, 9 Links- und 6 Rechtskurven, insgesamt also 15 Kurven. Wenn das Wetter bis zum Ende des Grand Prix weiterhin so trocken bleibt, sollte die schnellste Runde eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 217 km/h aufweisen. Und bei mir ist heute Stefan Römer. Reden wir über Renault. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Nico Hülkenberg ist gestern ausgezeichnet gefahren und startet heute von der Pole. Und daneben steht ein Renault. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Bottas, Sergio Perez und Verstappen. Grosjean, Leclerc, Magnussen und Brandon Hartley. Ricardo, Van Dorn. Kimi Räikkönen, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Alonso, Sirotkin, Ocon, Sebastian Vettel und Pierre Gasly, Eriksson und Lance Stroll am Ende der Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Und damit recht herzlich willkommen zurück zur F1 2018 Karriere hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Der große Preis von Brasilien, das zweitletzte Rennen steht an und wir stehen in Startreihe 1, zwar nicht auf der Pole Position, das hat uns Nico erneut weggeschnappt, wie schon auch in Mexiko hat er eine fantastische Runde hingelegt, 3/10 hat er uns abgenommen, aber ich denke, zweite Startposition ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Wie du vielleicht weißt, führe ich aktuell die Weltmeisterschaft mit einem hauchdünnen Vorsprung an, 3 Punkte vor Vettel und ja, zu meiner Überraschung und wahrscheinlich auch zu deiner Überraschung, der startet ganz schön weit hinten, der hat eine Gridstrafe erhalten, weil wahrscheinlich irgendwie die Motorteile ausgetauscht werden mussten, denn wie ihr euch erinnert, Mexiko hat eine Nullnummer eingefahren, beziehungsweise ja, gefahren ist er ja nicht wirklich, er ist ja ausgeschieden und dementsprechend war es dann nötig, wahrscheinlich den Motor da neu zu pflegen. Was wir aber auch wissen ist, dass Vettel und Räikkönen definitiv auf eine Einstoppstrategie fahren werden, was wir zum Beispiel nicht machen werden und deswegen, das kann sich alles nochmal verschieben und je nachdem, wie gut Vettel durchs Feld kommt, könnte der am Ende trotzdem ganz weit vorne stehen. Man weiß nie, was passiert, das ist Brasilien, immer wieder spannend, was hier passieren kann. Wie ich finde, eine anspruchsvolle Strecke. Und auch ich selber bin hier nicht unbedingt die Konstanz in Person. Deswegen mal gucken, wie das Rennen sich jetzt hier gleich entwickeln wird. Ich versuche jetzt hier auf jeden Fall. Ich versuche jetzt hier auf jeden Fall relativ taktisch ranzugehen. Natürlich möchte ich auch hier gewinnen. Das würde einfach in der Weltmeisterschaft richtig viel bringen. Und natürlich werde ich versuchen, auch unseren Teamkollegen Nico zu attackieren, aber ich will das alles irgendwo besonnen machen. Also wenn unterm Strich Nico gewinnen sollte und ich Zweiter werden würde, dann wäre das trotzdem nicht schlimm. Ja, dann ist es halt einfach so. Aber trotzdem, ne, gesundes Risiko, vor allem sehr taktisch fahren, insbesondere was das Reifenmanagement betrifft hier auf Interlagos. Denn ich denke, es gibt hier viele Kurven, wo der mechanische Grip, also der Grip, den wir durch die Reifen gewinnen, sehr, sehr wichtig ist. Und wenn ich zu hart die rannehme, dann kommt man so ein Teufelskreis und dann baut die immer mehr ab und immer mehr ab, immer mehr ab. Das habe ich auch im Training ein bisschen gemerkt hier auf der Strecke. Und deswegen versuche ich da schon sehr, ja, bewusst zu fahren. Mal gucken, wie sich das Rennen entwickelt. Wichtig ist mir jetzt einfach nur am Start, dass ich vor den beiden Mercedes-Piloten bleibe. Gerade am Start sind die immer, oder in der Startphase besser gesagt, sind die immer sehr, sehr schnell unterwegs. No rain expected for the time being. Und genau deswegen, ja, hoffe ich, dass ich auf jeden Fall vor denen bleiben kann, dass ich da das Startduell gewinne und dass ich mich einfach so ein bisschen an Nico ranhalten kann, mal ein bisschen hinten dran bleiben, mal gucken, ob ich ihn direkt attackieren kann. Schau mal, wie es sich entwickelt. Nico war sehr, sehr stark hier bis jetzt am Rennwochenende, also ob ich ihn überhaupt schlagen kann, das ist natürlich die große, große Frage. Ich sage aber auf jeden Fall an der Stelle schon mal, ich wünsche dir viel, viel Spaß und gute Unterhaltung beim großen Preis von Brasilien hier in meiner F1 2018 Karriere. Das zweitletzte Rennen der Saison und vielleicht, vielleicht, je nachdem wie es ausgeht, haben wir am Ende schon einen neuen Weltmeister hier stehen. Aber jetzt schauen wir mal.
Leider in so einem dritten Gang nochmal ein bisschen Wheelspin gehabt. Versuche jetzt hier nicht direkt zu attackieren. Erstmal ein bisschen Kampflinie gegen Hamilton. Und dadurch zieht natürlich Nico jetzt erstmal hier ein bisschen besser weg. Ja, die beiden Mercedes natürlich direkt auf Angriffsmodus, das ist doch klar. Wie schon angekündigt, die sind in der Startphase immer stark. Oh, aufpassen, die Curbs sind hier gefährlich. Ja, Auto ist natürlich jetzt schon schwerer, wie wir das im Qualifying gewohnt sind. Das ist auch nochmal so eine zusätzliche Belastung, die natürlich aufs ganze Fahrzeug wirkt, die auf die Reifen wirkt. Aber so wie es scheint, erstmal die erste Runde gut überstanden. Kleines Polster hat Nico rausgefahren, aber wir haben auch schon ein kleines Polster auf die beiden Mercedes-Piloten, die sich da so ein bisschen selber gegenseitig behaken. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Wir sind auf der Minimap schon förmlich nur ein Punkt, die beiden. Ja, das kostet Zeit für die beiden und das gibt uns natürlich ein bisschen Luft zum Atmen und da können wir uns schon mal schön nach vorne konzentrieren. Versuche auch recht früh jetzt schon mal ein bisschen mit dem Management anzufangen. Nicht nur Reifenmanagement jetzt hier bei dem Rennen, sondern auch Sprit, Erstmanagement, alles wird wichtig sein. Ich versuche jetzt hier sehr, sehr taktisch, sehr diszipliniert zu fahren. Nicht wie so ein junger Wilder jetzt direkt zu attackieren. Schauen wir aber mal, wie sich das Rennen entwickelt. Aktuell sieht es auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Also Nico fährt uns schon mal nicht weg. Das ist schon mal gut. Ja, natürlich ein weiterer Punkt, was ich auch noch nicht angesprochen habe, ist natürlich, wo ich auch ein bisschen managen muss, ist natürlich der Motor. Denn das ist ein Thema, was uns natürlich schon ein paar Rennen beschäftigt. Unser Motor oder einige Komponenten des Motors sind natürlich schon ein bisschen angeschlagen. Deswegen, ich versuche jetzt mal am Anfang noch nicht so wahnsinnig den Motor zu schonen. Und je nachdem, wie sich das Rennen entwickelt, können wir ja wie in Mexiko gegen Ende dann wieder ein bisschen da den Schongang betreiben. Gerade hier rein versuche ich sehr sanft mit den Hinterreifen umzugehen. So, wir sind jetzt schon dran tatsächlich, ja Nico, das ging schneller als erwartet. Vielleicht fährt Nico eine ähnliche Taktik und versucht erstmal auch das Material ein bisschen zu schonen. Ich meine, wir haben im Renault die große Überlegenheit im Vergleich zu den anderen Teams. Ne? Wenn man sich mal vorstellt, Renault ist hier das stärkste Fahrzeug. Ist immer noch irgendwie total surreal, das so zu sagen, aber es ist halt so. Wir haben gut entwickelt. Man könnte schon fast sagen, wir haben für dieses Rennen hin entwickelt. Aber naja, wir sind noch nicht am Ende der Saison und wir sind vor allem noch nicht am Ende dieses Rennens. Noch müssen wir das Ding hier erstmal absolvieren. Ja, da zieht Nico wieder ein bisschen besser raus. Aber ja, die beiden Mercedes ziehen sich etwas vom Hauptfeld ab. Also die Mercedes-Piloten ziehen ein bisschen weg vom Hauptfeld und wir beide ziehen auch ein bisschen weg von den Mercedes. Also es entwickelt sich ganz, ganz gut und ist auch wichtig, dass wir das tun, denn wir beide sind, glaube ich, beide relativ sicher auf einer 2-Stop unterwegs. Ich meine, Nico könnte noch auf einer 1-Stop switchen, könnten wir auch tatsächlich, wenn wir nach den Supersofts auf die Mediums gehen, auf die härteste Mischung. So, jetzt sind wir dran, aber ich glaube, ich warte noch mal eine Runde ab. Ich spare mal hinter Nico ein bisschen Airs-Power. Oder er macht einen Verbremser. Jetzt muss ich aber pushen, dass ich ganz, ganz schnell aus seinem Airs-Fenster rausfahre. Ja, eigentlich wollte ich gar nicht angreifen, aber ja, so eine Einladung nehme ich natürlich gerne an.
Und bedenkt, in Mexiko hat er mir das Leben zur Hölle gemacht. Hier war es jetzt ein bisschen einfacher vorbeizukommen. Obwohl ich nicht mal vorbeigehen wollte in der Runde. Ne, was wollte ich sagen? Genau, also Strategien sind hier auch sehr, sehr, sehr entscheidend noch. Wir wissen nicht, wie sie sich entwickeln bei Ferrari. Wissen wir, da geht es auf jeden Fall auf eine Einstopp-Strategie. Und deswegen sollten wir jetzt auf jeden Fall richtig, richtig pushen. Damit wir hier, je nachdem, sogar ein ganzes Boxenstopp-Fenster rausfahren. Mit unserer Zwei-Stopp. Ich meine, bei Mercedes könnte ich mir vorstellen, dass sie auf eine Einstopp switchen. Bei Nico glaube ich es fast nicht. Ich glaube, Nico wird auch wie wir eine Zwei-Stopp fahren. Aber das werden wir dann sehen. Runde, jetzt muss ich gerade mal schauen. 11 fahren wir rein. Und dann sehen wir ja, ob Nico eine Runde vor uns oder nach uns reingeht. Nico könnte natürlich, wenn er eine Runde vor uns reingeht, einen Undercut machen. Also richtig wegziehen tue ich jetzt erstmal noch nicht, wie man sieht. Oder aber das Team sagt, nee, Nico soll eine Runde später reingehen. Bei derselben Strategie. Und dann habe ich sozusagen den Undercut. Und dann bin ich da auf, auf der sicheren Seite. Normalerweise müsste es das Team machen. Denn ich bin ja eigentlich der Nummer 1 Fahrer. Und schließlich geht es bei mir ja auch um die WM. Da ist natürlich jeder Punkt wichtig und ja, man weiß natürlich, dass man auf dem ersten Platz 7 Punkte mehr bekommt als auf dem zweiten. Deswegen wäre das super, super wichtig, aber jetzt gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Das Rennen ist noch lange. Ich soll weiter konzentriert bleiben, weiterhin gucken, dass ich vor allem die Reifen schone. Man sieht schon hinten 30%, 32% hinten. Und wir haben noch ein paar Ründchen jetzt hier in diesem Stint. Also ein Rennen des Managements. Hier kommt es nicht nur aufs reine Fahren an. Sondern auch, wie gut man mit dem Material umgeht. Ich glaube, damit habe ich auf jeden Fall das Wichtige erkannt hier in Brasilien. Und da muss ich mich eigentlich ja, bei mir selbst beim Training bedanken. So blöd, wie es klingt. Aber gerade im Training habe ich das festgestellt, dass die Reifen hier ein sehr wichtiger Punkt sind und auch vor allem das Management der Reifen. Aktuell zahlt sich es, glaube ich, aus. Und aktuell merke ich jetzt von den abbauenden Reifen noch nicht so viel. Wenn das so bis Ende des Stints bleibt, wäre ja natürlich super. Weil hier sind schon ein paar fiese Stellen, so wie hier. Wenn da der Arsch kommt, dann fängst du nichts mehr, dann werden die Reifen so schnell heiß. Und dann verlierst du das Auto komplett. Aber aktuell können wir uns ein bisschen absetzen von Nico. Knapp 2 Sekunden außerhalb des DRS-Fensters. 5,6 Sekunden von Hamilton weg. Das schaut doch alles schon mal gar nicht so verkehrt aus. Wetter soll ja auch trocken bleiben. Wetterbericht. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Dry seem like the best tire for now. So, am Infield immer schön ein bisschen den Akku aufladen. Niedriges Erstmanagement. Dass man dann auf dem Startzielabschnitt wieder rausballern können. Ja, ich meine, die Reifen werden schon ein bisschen langsamer. Aber alles noch im kontrollierten Bereich. Ja, die Ferraris sind noch im Infield gefangen. We're approaching the pit window. You'll be on the super softs. We're leading our teammate by 2.4 seconds. Aber wie schon gesagt, dadurch, dass die auf jeden Fall eine Einstopp machen. Also ich rechne damit, dass Vettel und Raikön am Ende ziemlich weit vorne stehen. Deswegen, das soll ich mich auf keinen Fall auf die Schulter legen und schon mal ein bisschen chillen. Nee, nee, auf keinen Fall. Wie eigentlich schon im letzten Rennen gesagt, ich soll da auch versuchen, hier einfach einen Sieg mitzunehmen. Ich hab's in der eigenen Hand.
Und das sollte ich jetzt auch auf jeden Fall auch nicht verspielen. Und ich erinnere mich an so viele Rennen hier in Brasilien, in den verschiedenen F1-Teilen. Egal ob Megacorp oder Karriere. Ich habe hier schon so oft auch Rennen weggeschmissen. Das soll nicht nochmal passieren. Gerade hier die Kurve, wenn man die falsch nimmt, kann man sich leicht drehen. Die Kurve davor kann man sich gut wegschmeißen. Senna ist auch immer so eine Stelle, wo man gern das Auto wegschmeißen kann. Und deswegen, ja, vielleicht für dich als Zuschauer jetzt gerade nicht so interessant. Für mich ist jede Runde eine neue Herausforderung. Ich bin da ganz ehrlich. Für mich ist Brasilien eine der schwierigsten Strecken und eines der schwierigsten Rennen, weil vor allem die KI hier meistens sehr, sehr, sehr stark performt. Zu weit, Vorsicht. Zu Abstand kann ich, glaube ich, weitestgehend ganz gut halten. Im Vergleich zu Nico. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wer wann in die Box geht. Die 10. Runde, das ist jetzt eine Runde vor unserem Boxenstopp. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Nico reingeht für einen Undercut oder ob er draußen bleibt. Womöglich vielleicht auch auf eine 1-Stop switcht, wie gesagt. Das ist noch möglich. Man kann mit den Supers auch eine 1-Stop machen, wenn man danach direkt auf die Mediums geht. Bisschen zu spät gebremst. Trotzdem 3 Sekunden aktuell. Der Vorsprung. Also selbst ein Undercut würde ihn jetzt zwar näher ranbringen, aber nicht vorbeibringen auf jeden Fall. Okay, Nico bleibt draußen. So, dann wird es natürlich jetzt interessant sein, was macht er, was machen die Mercedes-Piloten, auch die bleiben draußen. Aber Reifen fühlen sich noch ganz gut an. Ja, bei 50%, also ist alles okay. Alles im Rahmen. Ja. 3,3 Sekunden aktuell. Also wir haben ein kleines Polster rausgefahren. Gucken wir mal, wie es nach dem Boxenstopp ausschaut. So, da gehen wir mal aufs Sparen. Also Nico fährt weiter, klar. Hamilton geht auch rein. Also Hamilton scheint auch dieselbe Strategie, die identische Strategie zu fahren wie wir. 2,4 Sekunden ist okay. Für Renault-Verhältnisse ist es ein schneller Stop. Da haben wir schon deutlich längere gesehen. Ja, leider Verstappen, Perez an uns vorbei. Aber wäre ja auch krass, wenn wir jetzt schon aufs halbe Feld hier einen Boxenstopp rausgefahren hätten. Aber die werden jetzt dann auch bald wahrscheinlich reingehen. Wobei, Verstappen ist auf den Softs unterwegs. Also ob der so schnell reingeht, weiß ich gar nicht. Jetzt schauen wir einfach mal. Und wird jetzt interessant sein, was macht Nico? Geht er in die Box oder nicht? Ja, er ist auch drin. Also er geht auf dieselbe Strategie und dadurch, dass wir eine Runde vorher drin waren, sollten wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Zeit gut gemacht haben. Mal gucken, wie viel. Es waren 3,3 vor dem Boxenstopp. Jetzt schauen wir gleich mal, wie viel es ist nach dem Boxenstopp. Bottas ebenfalls in der Box. Auch die gleiche Strategie. Blöd natürlich, dass wir jetzt ein bisschen Verkehr haben. Ich hoffe, da kommen wir relativ fix vorbei. Ja, Auto fühlt sich tatsächlich aber jetzt gerade hier mit den frischen Reifen extrem geil an. Wir haben ja ein bisschen Sprit rausgefahren.
Also, das ist jetzt gerade eine geile Phase. Wir sind jetzt nochmal mit den Supersofts unterwegs. Nach dem Boxenstopp dann, also dem letzten Boxenstopp, werden wir ja auf den Softs unterwegs sein, so wie Verstappen jetzt. Aber jetzt hier aktuell leichter geworden das Auto, die frischen Supers, das ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen pushen, dass wir da ganz schnell an denen vorbeikommen hier. So, Werks Renault Power gegen Kunden Renault und gegen den Mercedes, den Kunden Mercedes. Und das ist die neue schnellste Rennrunde, trotz Verkehr. Ja, Perez will da ein bisschen anklopfen, soll er halt machen. Ich bin trotzdem vorbei und davon. Mich hält jetzt nichts mehr auf. Perez darf ja, oder hat ja schon natürlich deutlich abgefahrene Reifen, deswegen sollen wir uns da ohne Probleme bei dem absetzen. So, nächste bessere Sektorzeit. So, und jetzt ist erstmal Nico ein bisschen im Verkehr, aber auch er kann beide jetzt hier auf der Startziel eigentlich überholen. Jetzt auch mal davon aus, dass es macht. Neue beste Rennrunde, gleichzeitig freie Fahrt. Ja, und der Abstand sind 3,8 Sekunden. Also wir haben ein bisschen Zeit gut gemacht. Nicht die Welt, aber ein bisschen. Ein bisschen zu früh eingelenkt, gefährlich. Die inneren Körbs sind zum Teil nämlich ziemlich hoch und hebeln das Fahrzeug gern mal aus, da muss ich ein bisschen aufpassen. Deswegen, wie gesagt, konzentriert bleiben hier in Brasilien. Sieht alles ganz gut aus bis jetzt. Also wir kontrollieren das Rennen. Weiterhin jetzt das Ganze managen, insbesondere wieder die Reifen. Nicht zu sehr da verleiten lassen, schnelle Rundenzeiten zu fahren, sondern eher auf die Konstanz achten, die Reifen nicht zu hart rannehmen. Das ist der Schlüssel hier zum Erfolg in Brasilien. Vor allem nicht so zu spät bremsen. Das Auto wird leichter, dadurch die Rundenzeiten natürlich auch schneller. Hier kommen 5 Sekunden aktuell. Der Vorsprung, also das schaut alles sehr, sehr gut aus. Jetzt fahren wir erstmal so ein bisschen weiter, vielleicht können wir den Vorsprung nochmal so ein bisschen ausbauen. Und dann können wir auf jeden Fall auch schon anfangen, ein bisschen wieder den Motor zu schonen. Aber noch ist das Rennen nicht vorbei, es kann alles Mögliche noch passieren.
Und auch wenn das für dich als Zuschauer jetzt nicht so spektakulär oder spannend vielleicht ausschaut, aber ich weiß, wie schnell man hier in Brasilien ein Rennen wegschmeißen kann. Und genau deswegen ist für mich, wie gesagt, jede Runde eine neue Herausforderung hier. Der fünfte Gang war ein bisschen doof. Jetzt kommen wir auch zu den ersten Überrundeten. So, Hamilton jetzt schon 16 Sekunden Vorsprung, da fahren wir schon fast einen kompletten Boxenstopp raus. Und ich sehe auch gerade bei Hamilton, also die sind auch eben auf der identischen Strategie, beziehungsweise ich habe es ja schon gesagt, dass sie sind, jetzt gerade auch nochmal ins Gedächtnis, sind mir selbst gerufen, so. So, Hartley, Conn ist raus aus dem Rennen, okay. Unten am Senna ist. Das könnte vielleicht ein Safety Car geben, wobei ich glaube, dann wird es schon wahrscheinlich direkt rauskommen. Also ein bisschen aufpassen, ja, der steht natürlich sehr ungünstig da. Also normalerweise würde ein Safety Car rauskommen, wir wissen ja. Safety Cars kommen in dem Spiel sowieso nur ab und an mal raus. So, ich muss ein bisschen aufs Erstmanagement aufpassen, sonst habe ich gleich nämlich keine Power mehr. 5,7 Sekunden aktuell der Vorsprung. Das ist gut. Dann versuche ich mal ganz kurz hier ohne Erst zu fahren. Ein kurzer Abschnitt zumindest mal. So, wann müssen wir denn rein? Runde 22, okay. Das passt. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Jetzt soll ich mal ein bisschen später ans Gas gehen. Dann will ich ja auch noch mal ein bisschen schneller durchkommen, aber es passt ja aktuell alles. Fahrzeug fühlt sich super an, aktuell in der Phase. Macht richtig Spaß zu fahren. Sehr kontrolliertes Rennen. So, es ist gut. Abstände nach innen sehen sehr komfortabel aus. Ein bisschen verbremst. Obacht. Das bringt die Hinterreifen wieder auf Temperatur, was ich nicht möchte. So, 6,2 Sekunden aktuell. Also wir bauen den Vorsprung aus und aus und aus. Das ist sehr gut. Wir waren jetzt auf jeden Fall noch bis nach dem Boxenstopp. Gucken, wie es da aktuell ausschaut. We're leading our teammate by 6.5 seconds. Und dann werden wir ein bisschen Material nochmal schonen. Ganz gut geklappt mit Sirotkin. Ja, aufpassen hier, nicht über den inneren Körper fahren. Das Hebel, das Fahrzeug so aus. We're gonna box this lap. Push hard on the in-lap.
Okay, also, es geht auf zum letzten Boxenstopp, dann holen wir uns die Softs ab, die mittlere Reifenmischung des Rennwochenendes, die Reifen mit dem gelben Schriftzug. Dann hoffe ich auch mal, dass Gelb zu Gelb uns Glück bringt, damit ich jetzt hier das restliche Rennen auch noch sehr erfolgreich gestalten kann. Zu Hamilton 20 Sekunden. Das heißt, je nachdem, wie jetzt diese Runde hier verläuft, dann bleiben wir vor Hamilton. Gut, vor Hamilton bleiben wir sowieso, weil der wahrscheinlich identische Strategie fährt. Das heißt, der wird auch die Runde jetzt reingehen. Und da Bottas hinter ihm ist, dürfte es sogar reichen, dass wir vor Bottas bleiben. Und das wäre natürlich schon mal geil, dann keinen Verkehr zu haben. Okay, remember to pit this lap. Jo, wir gehen rein. Ja, Reifen jetzt diesmal, upsala, ganz gut gehabt. Hat's kurz gesehen, 42%. Können nochmal ganz kurz raufschauen. Ja, hier 45%. Also da haben wir jetzt diesmal sogar noch besser gemanagt. Gut, klar, das Auto war jetzt diesmal auch leichter. Wir hatten die Startphase nicht. Ja, nochmal 2,4 Sekunden. Sehr gut für Renault-Verhältnisse. Und wie ich es gesagt habe, Hamilton geht jetzt auch rein in der Runde. Jetzt aufpassen bei der Ausfahrt. Die ist sehr eng. Und man fährt sie sehr schnell hier. Und wir bleiben auf jeden Fall vor Bottas. Sehr gut. Nein! Nein, was macht Nico? Da steht er. Da steht er hinter uns. Nein, was hat er gemacht? Nein, Nico! Och nö. Ja, ich meine, einerseits cool so, dadurch ist der Sieg eigentlich schon fast sicher, aber... Oh no. Das ist natürlich, erstmal gibt es Vettel wahrscheinlich wieder ein paar mehr Punkte. Und andererseits, ich habe mich jetzt eigentlich schon wieder auf einen Doppelsieg gefreut. Und dritter Punkt ist, ja, ich weiß nicht, warum er rausgeflogen ist. War es ein Fahrfehler oder war es ein Motorversagen? Wenn es ein Motorversagen ist, habe ich ein bisschen Bammel, dass unser Renault jetzt hier gleich auch kaputt geht. Wir schalten mal ganz kurz zum Schaden durch. Ja, wir haben halt MGUK, 57%, ist halt, ja, okay. Also alles nicht so gerade super geil. Aber wisst ihr was, dadurch, dass jetzt eigentlich unser ärgster Verfolger hier in dem Rennen raus ist, würde ich fast sagen, wir fangen jetzt an, wieder Material zu schonen. Das heißt, wir fahren Standardgemisch. Wir bleiben auf ja, mittlerem Ersteinsatz und fahren das Rennen jetzt einfach so durch. Die letzten 12 Runden. Es kann jetzt gut sein, dass Hamilton da nochmal ein bisschen rankommt oder Verstappen sogar, der ist ja auf der 1-Stop unterwegs, der ist jetzt aktuell mein Verfolger, der ist tatsächlich vor Hamilton, aber Hamilton wird Verstappen auf jeden Fall kassieren mit den frischen Softs. Aber ich glaube, der Vorsprung ist so groß, als dass das jetzt kein Problem sein sollte. Einfach konzentriert weiterfahren, kein Dreher machen oder irgendwas, weil wie schon gesagt, das kann ja mal gerne schnell passieren. So, ich schalte immer ein bisschen früher hoch. Nicht komplett unnötig ausdrehen. Zumindest mal, gut, den achten Gang müssen wir natürlich relativ hoch drehen, aber ja, es geht sogar. Aber schön jetzt ein bisschen Material schon. Und dann beobachten wir mal, wie die rankommen, aber ich glaube, die werden nicht so krass rankommen. So, war jetzt ungefähr bei 17 Sekunden bei Verstappen. Gucken wir gleich mal. Sogar 18 aktuell. Ja, ich glaube, das passt. Mit Schild fahren, Material schon. Ja. Das ist aber jetzt trotzdem super ärgerlich. Ah, ich habe mich echt auf einen weiteren Doppelsieg gefreut. Vor allem halt auch für die WM wäre es halt so geil gewesen. Ja, das war eine weitere Platzierung, die Vettel halt schon mal nicht hat. Da müssen wir sowieso gleich mal gucken, wo Vettel ist. Kann man das nachfragen? Status Vettel. Is 18.0 seconds. They're on old mediums. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. 12 laps to go. Okay, da gibt's keine Meldung.
Ja, wir können mal durchgucken, was haben wir denn da hinten? Verstappen, Hamilton, ne? Ja gut, ich weiß nicht, welcher der beiden Ferrari-Punkte jetzt Raikön und welcher Vettel ist. Er wird auf jeden Fall Punkte mitnehmen, das war mir aber auch klar. Aber er wird auf jeden Fall nicht viele Punkte mitnehmen. Na, ich bin mal gespannt, wie es ausschaut nach dem Rennen. Ja, und dann gibt es das große Finale in Abu Dhabi. Und da gehen wir natürlich dann mit einem super, super, super Ausgangspolster hin. Sofern das Rennen jetzt so natürlich zu Ende geht. Ne? Noch haben wir es nicht gewonnen. Noch ist es nicht beendet. So, Hamilton ist vorbei an Verstappen. Der hat natürlich ein bisschen aufgehalten. Abstand aktuell 19 Sekunden. Ja, der Renault ist schon eine Zaubertüte hier. Charges high. Let's increase ERS deployment to up the pace. Ja, aber wir müssen die Pace nicht erhöhen. Ja, also ähnliche Situation jetzt sozusagen wie in Mexiko. Relativ langweiliges letztes Drittel. Zumindest mal aus Zuschauersicht auf jeden Fall. Ja, ich meine, wenn jetzt halt nochmal so ein Safety-Car kommt oder so, wird es natürlich nochmal, kann es nochmal eklig werden. Auch wenn wir prinzipiell der Schnellste im Feld sind. Und ich denke, wir könnten uns erneut beweisen, nach vorne zu kommen, aber naja, jetzt müssen wir mal gucken. Noch ist kein Safety-Car draußen. Es kam bei Ocon nicht, es kam auch bei Nico nicht. Bei beiden hätte man eins bringen können, weil beide standen an nicht gerade günstigen Stellen. Aber ja, sollte ich hier jetzt in Brasilien gewinnen, dann wäre das auf jeden Fall schon mal ein Durchatmer für mich, weil vor der Strecke hatte ich echt ein bisschen, oder vor dem Rennen besser gesagt, hatte ich echt ein bisschen Bammel. KI ist hier sehr, sehr stark, wie auch in Australien, finde ich, da ist die KI ein bisschen stärker als auf anderen Strecken. Und ja, da hilft mir natürlich der sehr, sehr gute Renault. Wieder ein gelber Sektor. Wieder sehr gefährliche Stelle. Also, ja, ich sage ja, das Safety Car, das will irgendwie nicht in den Spielen rauskommen. Ich meine, mir ist es recht. Ich habe einen super Vorsprung. Das wäre alles andere. Mir ist es mehr als recht, dass das nicht rauskommt. Vor allem, ich halte den Abstand auch noch. Das ist echt sehr interessant. Na gut, die sind halt auch im Kampf, ne? Hamilton und Verstappen, die werden miteinander ein bisschen im Kampf sein. Ja, Van Dorn jetzt raus. Es sind noch ein paar Runden zu gehen. Ja, MBUK. Ziemlich angeschlagen. Müssen wir mal gucken. Ich meine, die werden auf jeden Fall nochmal ein Rennen durchhalten. Wir sind schon auch mit kaputteren Teilen hier in der Saison gefahren. Aber gerade Abu Dhabi, relativ heißes Rennen. Ein Rennen mit auch einer ziemlich langen Geraden, wo auch Power gefragt ist. Ja, das ist natürlich die Frage. Ich meine, die Möglichkeit besteht ja natürlich immer noch, das ein oder andere Teil durch eine Strafversetzung ersetzen zu lassen. Also mal auf der sicheren Seite, dass es nicht im letzten Rennen kaputt geht. Ne? Das hätten wir immer noch. Wenn wir jetzt hier tatsächlich gegenüber Vettel ein relativ gutes Polster rausholen, dann können wir ja sogar auch überlegen, tatsächlich ein bisschen weiter hinten zu starten und einfach auf der sicheren Seite sein, dass wir durchkommen. Ja, aber das sind alles so Sachen, die ich dann, glaube ich, erst entscheide, wenn wir in Abu Dhabi sind, jetzt erstmal das Rennen zu Ende bringen, gucken, wie es dann ausschaut und dann sehen wir weiter.
increase ERS deployment. It's time to use some of this charge. An Abu Dhabi, da ist die KI auch im Verhältnis ein bisschen stärker wie auf manchen anderen Strecken. Aber Abu Dhabi ist eigentlich auch eine Strecke, die mir sehr gut liegt, die mir sehr gut gefällt. Mein Brasilien gefällt mir auch gut, aber sie liegt mir meistens nicht so ordentlich. Aber ich glaube einfach, der Renault ist einfach eine super, super Kampfmaschine aktuell. Und der hat mir vor allem hier im Qualifying den Arsch gerettet. Das kann man getrost so sagen. Und auch hier im Rennen kann ich das jetzt hier ganz gut verwalten mit dem Ding. So, da sind es noch 6 Runden. Jetzt zieht sich ein bisschen natürlich am Ende. Weil einfach nichts passiert mehr. Mit Nico wäre das nochmal eine andere Sache gewesen. Im Nacken, aber ja, es ist wie es ist. Ja, wenn ich das richtig sehe, dann geht jetzt Bottas genau an Verstappen vorbei. Just in dem Moment, gerade auf der Minimap, da ein bisschen gelinst. Das heißt, die beiden Mercedes-Piloten 2 und 3 und die bieten mir jetzt eigentlich gerade so ein bisschen Schützenhilfe. Ein Kampf in der WM. Allerdings will natürlich Mercedes auch in der Konstrukteursmeisterschaft wieder an Renault vorbei. Und ich glaube, das gelingt ihnen auch schon mal gar nicht schlecht mit dem zweiten und dritten Platz. Da Nico ja leider raus ist. Also der Kampf wird natürlich auch nochmal spannend sein. Welches Team wird denn Zweiter sein am Ende in der Teamwertung? Ferrari ist ja schon Konstrukteursmeister. Auto läuft wie am Schnürchen. Tank ist natürlich jetzt auch relativ leer gefahren. Das fühlt sich das Fahrzeug ist natürlich auch nochmal super an. Die letzten Runden fühlen sich jetzt relativ lange an, weil einfach nichts mehr passiert. Man will es einfach nur hinter sich haben. So, 3 Runden noch zu gehen. Ja, ich denke auch Hamilton wird ein bisschen Tempo rausgenommen haben. Hat eigentlich auch einen ganz guten Vorsprung vor Bottas aktuell. Ja, und unser Abstand bleibt weitestgehend auch gleich.
glaube, das hätte so oder so eh keinen Sinn gemacht, für Mercedes da jetzt mega zu pushen. Let's turn up the ERS deployment and burn some of this energy. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Ericsson hier vorhat. Passt, sind wir vorbei. Und zwei Runden noch zu gehen. Die beiden Ferraris jetzt auch gleich auf. Ich denke mal, da wird dann Raikön wahrscheinlich Vettel vorbeilassen wegen der WM. Aber was denn, da ist ja nochmal auf jeden Fall die beiden Mercedes sind dazwischen. Verstappen ist noch dazwischen. Also so richtig viele Punkte nimmt Vettel jetzt hier auch nicht mit. Und wenn ich es richtig sehe, ist auch noch ein Force India dazwischen tatsächlich. Ich glaube nicht, dass das ein Überrundungskandidat ist. So, letzte Runde. Und wir fahren hier dem nächsten Sieg entgegen. Und einfach nochmal so, wenn man zurückblickt, wo wir angefangen haben in dieser Saison. Und jetzt sind wir hier einfach das absolute Spitzenfahrzeug, der absolute Spitzenfahrer. Und wir gehen als Meisterschaftsführender mit einem ganz okayen Polster ins letzte Rennen und fahren hier um den Weltmeistertitel. Was für eine Geschichte hier in dieser F1 2018 Karriere. Ja, Fortsetzung folgt auf jeden Fall. Die folgt sehr bald. Und da haben wir ihn, den Sieg in Brasilien. Nice. Wichtige Punkte. Renault hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Wie Sie sehen können, ist es Zeit für die Siegerehrung. Unter unserer Kommentatorenbox, da flippt das Team von Renault beim Einlauf ihres Fahrers förmlich aus. Was für ein großer Sieg, der dem Team sehr viel bedeutet. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Unser aktueller Führender baut hier heute seinen Vorsprung in der WM nach einem sehr guten Resultat weiter aus. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Ich würde sagen Sebastian Vettel. Einige behaupten, er hätte seine Probleme mit Rad-an-Rad-Rennen, aber wie man heute gesehen hat, ist das Unsinn. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel-1-Saison dabei sind. Yo, also das ist natürlich krass, vor allem Raikön hat Vettel nicht vorbeigelassen, sowas ja, gibt es halt glaube ich auch nicht hier in dem Spiel, dass so wirklich so Team Order praktiziert wird,
Vor allem, weil es dann nur 3/10 waren zwischen den beiden. Ja, Vettel nimmt tatsächlich nur 6 Punkte mit, während wir hier natürlich im Vergleich 19 Punkte mehr mitnehmen. 25 in der Summe. Und das bringt uns natürlich hier in dieser Meisterschaft auf einen super, super Vorsprung. Wir haben 22 Punkte Vorsprung und lass uns da einfach mal rechnen. Das heißt, im Klartext würde ich 3 Punkte holen, was gar nicht geht. Aber wenn ich 3 Punkte holen würde und Vettel gewinnt, dann sind wir punktgleich. Dann weiß man nicht, was passiert. Das geht aber nicht. Das heißt, wir müssen 4 Punkte holen. Das gibt's. 2 Punkte wäre zu wenig. 4 Punkte wäre okay. Das heißt, wir müssen im letzten Rennen nur Achter werden. Und das ist auf jeden Fall realistisch mit dem Renault, das zu schaffen, Achter zu werden. Und ja, je nachdem, wie es Quali läuft, können wir tatsächlich dann sogar eine Strafversetzung in Kauf nehmen, um einfach den Motor auf der sicheren Seite zu haben und dann versuchen, einfach nach vorne zu kämpfen. Also ich glaube, die Chancen für den Weltmeistertitel stehen richtig, richtig, richtig gut. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und wir werden jetzt gleich auch nochmal in die Lounge und in die Forschung springen. Aber wir gucken uns jetzt trotzdem nochmal den Rennstart an. Da ging es mir ja erstmal darum, ja, vor den Mercedes zu bleiben. Ich bin sogar, glaube ich, einen Tick besser weggekommen als Nico. Aber ich wollte da jetzt nicht unnötig reinstechen, sondern ich wollte da erstmal ein bisschen verteidigen gegen die Mercedes. Und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Hab sozusagen Nico ein bisschen gecovert. Und die beiden Mercedes haben aber direkt gegeneinander gefightet, was mir natürlich ein bisschen einen Vorteil gebracht hat. Aber ja, das Rennen lief sehr, sehr gut. Ich denke, ja, einfach taktisch gesehen habe ich alles richtig gemacht. Material geschont, insbesondere die Reifen geschont am Anfang, damit ich die Stints sehr gut durchziehen kann. Und gerade der mechanische Grip ist einfach hier so wichtig in Brasilien. Und das hat sich am Ende ausgezahlt. Schade tatsächlich, dass Nico rausgeflogen ist. Wäre Nico nicht rausgeflogen, dann ja, wäre es nochmal krasser gewesen. Was die WM betrifft, aber ja, so bleibt ja noch eine gewisse Restspannung auf jeden Fall da. Ich bin noch nicht Weltmeister, aber die Chancen stehen schon mal sehr, sehr, sehr gut. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, springen wir zurück in die Lounge und gucken mal, was wir da noch so dran ändern können am Fahrzeug für das letzte Rennen der Saison. Jo, und auch im Rivalenkampf haben wir erneut wieder gewonnen und das gibt jetzt auch nochmal ein bisschen Ressourcenpunkte, die wir, ja, fürs letzte Rennen versuchen zu investieren. Mal gucken, was wir noch im Fahrzeug reinbringen für das letzte Rennen. Eine weitere Saison werden wir ja nicht fahren, denn wir werden natürlich auf F1 2019 rübergehen, dort eine komplett neue Karriere starten. Deswegen werden wir da natürlich jetzt nichts machen, was uns irgendwie für eine weitere Saison was bringt, sondern natürlich nur für das letzte Rennen. Und gute, ja, wir, genau darauf habe ich gehofft. Mach nur weiter so. Ja, wir haben wieder ein Einladungsevent. Das werde ich aber wieder darauf verzichten, das zu tun. Wir werden, wie gesagt, wir einfach jetzt nur zu neuen historischen Events erhalten. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. Wir werden das jetzt, wie gesagt, nicht machen, weil, ja, ich muss die Karriere irgendwie auch fertig bekommen. Ja, wir gucken mal in der Forschung rein. 1500 Punkte haben wir. Was können wir denn noch machen? Also, ich meine, Abu Dhabi, Power ist nicht unwichtig, würde ich jetzt behaupten. Power ist nicht unwichtig. Wir müssen noch gucken, wie lang geht denn das? Wie lang würde denn die Entwicklung gehen? Das müsste doch hier eigentlich irgendwo stehen, wie lang die Entwicklungszeit ist. Aber die Kleinteile sollten ja eigentlich in einer Woche fertig sein oder in 2 Wochen, weil wir können eigentlich das Energierückgewinnungssystem noch mal ein bisschen pushen. Fände ich jetzt nicht verkehrt. Chassis natürlich, Aerodynamik, da müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Ja, so kann man mal gucken, was haben wir hier noch? Das kostet alles so knapp über 500. Bremse können wir hier machen. Jetzt können wir hier noch mal Gewichtsreduktion. Reifenabnutzung wäre natürlich auch nicht schlecht. Ah, da steht ja, Entwicklungszeit 2 Wochen, nicht, aber blind. Ja, das wäre natürlich auch nicht verkehrt, ne? Aber es kostet uns halt relativ viel, wenn wir die Reifenabnutzung als Fokus nehmen, aber oder sollen wir noch mal ein bisschen Leistung? Ich meine, Leistung haben wir eigentlich genug, ne? Lieber, ich weiß nicht. Energierückgewinnungssystem wäre auch nicht unwichtig, gerade in Abu Dhabi. Ja, gibt es irgendwas, was noch günstiger wäre? Nee, eigentlich nicht. Gut, hier könnten wir tatsächlich. Okay, pass mal auf. Wir, also Antrieb sind wir eigentlich recht gut dabei, Aerodynamik sind wir auch gut dabei. Wir sind eigentlich überall super gut dabei. Aber ich würde trotzdem die Reifenabnutzung machen. Guck mal, das sind, da hätten wir 518 hätten wir noch über und das kostet uns genau 518. Das wird doch genau aufgehen. Gucken wir mal, oder? Das muss doch genau aufgehen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ne, wir wären erst in Australien fertig.
Ist das letzte Rennen schon in einer Woche? Gar nicht in zwei Wochen? Ja, dann können wir das gar nicht machen. Okay, dann hat sich das schon erledigt. Dann, ja, dann hat sich das erledigt. Das wäre dann in Abu Dhabi fertig, ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, aber weniger Luftwiderstand ist ja eigentlich nicht schlecht, oder? Dann machen wir hier weniger Luftwiderstand, jawohl. Und dann machen wir doch das Energierückgewinnungssystem nochmal. Machen wir einfach mal so, nennen wir 432. Können wir da noch was machen? Nee, das kostet alles mehr. Können wir nichts machen, ne? Nee, nee, nee. Hier ist ja auch alles nichts, ne? Können wir, okay, da können wir das nicht mehr forschen. Schade. Dann ist es jetzt halt so. Die billigeren Teile da, die sind ja nur für die nächste Saison. Die bringen ja nichts. Okay, dann haben wir jetzt nur diese zwei Forschungssachen, aber die sind ja auch okay. Und ja, dann müssen wir mal gucken, wie es ausschaut hier mit dem Triebwerk. Verbrennungsmotor 41%. Ja, da 58%. Das ist natürlich alles andere als genial. Hier sind wir auch nicht so gut aufgestellt. Ja, wie gesagt, dann müssen wir mal gucken. Vielleicht nach dem Quali machen wir dann doch eine Strafversetzung. Da schauen wir einfach mal. Lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, das soll es gewesen sein. Das ist der aktuelle WM-Stand und das geht auf jeden Fall ins große Finale mit einem sehr, sehr guten Polster. Also die Weltmeisterschaft ist in greifbarer Nähe und ich würde mich freuen, wenn du da auch wieder mit dabei bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne ein Däumchen nach oben da. Ich sage Tschüss an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao.